Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von NDS statt Queer im Creative mit Jan. Moin. Ja, und es ist ja so, wir haben in der letzten Folge, oder Jan hat in der letzten Folge die U-Bahn-Station, glaube ich, gebaut, ne? Ja. Und ich habe ja vorne meinen meinen Fischladen fertig gemacht. Und meinen Angelladen, der hier war, angefangen. Den habe ich jetzt aber, weil ich glaube, das wäre echt langweilig gewesen, weil das sehr viele Details waren. Das war, ja, ein bisschen Arbeit, sage ich mal. Und ich wollte jetzt nicht 3 Folgen dran sitzen, deswegen habe ich das einfach schon mal fertig gemacht. Ja. Und der sieht jetzt so aus, also hier ranken dann so Ranken runter und Laub habe ich hier so drauf gemacht. Dann einmal hier die Angeln, damit kann man dann auch... Hier könnte man die theoretisch dann so raushauen mit Pisten. Und einmal so ein selbstgebauter Fisch, der sieht aber meiner Meinung nach komplett scheiße aus. Aber naja. Tja. Ja, so eine Kasse halt. So, dann Angel... Kleidung, falls es sowas gibt. Ich kenne mich damit nicht so wirklich aus. Ich denke mal aber schon. Und ein kleines Aquarium mit Schildkröten. Ich habe auch versucht, mit anderen Fischen das zu machen, aber irgendwie sind die immer gestorben. Ich weiß nicht. Schreibt es sonst mal in die Kommentare, ob ihr das vielleicht wisst, woran das lag oder liegt. Ja, weil... Da ist noch einer. Das ist eine Babyschildkröte. Lol. Wusste nicht mehr, ja, dass es so was Schildkröten gibt. Überleben. Komischerweise. Naja. Ja, von hier oben sieht das dann so aus. Kann man hier noch reingucken. Die haben nämlich auch da Luft zum Atmen. Ich habe da nichts zugemacht, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Voll komisch. Also Luft zum Auftauchen. Natürlich meine ich nicht zum, also schon zum Atmen dann indirekt, aber naja, ist auch egal. Und zu Jan gehe ich noch mal ganz kurz einmal. Ich baue gerade also mega viel freigemacht im World Edit. Also wir wollen jetzt nämlich als nächstes so eine Art, das kennt wahrscheinlich jeder aus einer Stadt wie, keine Ahnung, so eine Art Assi-Viertel, sage ich jetzt mal, bauen. Und das soll so richtig, wirklich so wirken, als ob das hier richtig schlecht ist, deswegen mache ich auch andere Steine rein. Ich finde, Granit sieht so richtig typisch so Stadt aus, oder? Ja. So richtig so Assi, sag ich mal. Wir wollen dann halt eben da so eine Kneipen hinbauen, so richtige Hochhäuser, so eine richtigen einfachen, sag ich mal. Wo ist denn hier der ursprüngliche Eingang zur... Was? Hier zu der... Ach, hier, okay. Hier ist nämlich, das soll hier nämlich die U-Bahn-Station werden, also das Ganze hier. Oh. Ey. Hier ist nämlich schon mal der, die eine Bereich, wo bist du? Bist du schon Station. Wieder weg? Ich bin hier vorne, aber gerade bei der Haltestelle. Achso, zumindest hier mal hinten soll die Station dann so rein. Ja, und hier steht ja auch schon, wo es hingeht, welche Linien hier fahren. Das ist alles noch so grob geplant, das dauert aber noch. Ja. Aber ich würde sagen, ich habe nämlich eine kleine Idee, was ich machen könnte, solange Jan die U-Bahn noch fertig baut. Gut, oh. Hier kommt man ja auch im Supermarkt raus, also, ja, hier geht's. Und ich habe einen neuen Eingang zum See noch gebaut, zu vorhin da in die Fischstadt. Das habe ich vorhin schon gesehen, da vorne, ne? Das da. Mit diesen, mit dem Türensystem da. Ja. Oder speichern, kannst du mir mal ein, so. Wo geht's denn da hin? Da geht's raus zu deinem. Ach so. Angelshop. Steht da ja, glaube ich, auf dem Schild. Gut, also ich werde zumindest hier erstmal die U-Bahn-Station bauen. Und die ist aber noch irgendwie doch zu groß. Das soll ja so richtig assi wirken und dann muss das natürlich auch ein bisschen kleiner werden. So, ja. Du musst es einmal so machen. Einmal hier rumfliegen, ich verkleinere das hier mal alles ein bisschen. So. Und hier kommt jetzt die U-Bahn-Station hoffentlich mal rein. Ungefähr so. Hier fängt das an. Achso, und dann kommt da man. Ah, okay.
Dann. So. Ach, warum brauche ich das denn ab? Okay, ich muss langsam jetzt erstmal anfangen. Geht's hier wieder raus? Ich habe nämlich die Idee, dass ich so eine kleine Seebahn, habe ich das jetzt mal genannt, mache. Ich glaube, ich mache das einfach mal in weißem Glas, glaube ich. Dann soll die nämlich. Wo könnte die Ich würde denn? einfach durchsichtig normales Glas nehmen. Ja. An deiner Stelle, ja. Weißt du was, ich mach das wieder mit World Edit, das ist einfacher. Nee, ich muss erstmal den Weg hier So, ich habe das markieren, nämlich so. jetzt so geplant, dass man Nee, was habe ich jetzt gemacht? Nichts von Schlimmes. hier dann Muss hier irgendwie nach oben kommen. ich würde sagen, dass man so einmal hier komplett rüberfahren kann von hier so. Falls das klappt, aber es sollte glaube ich klappen. Oh Das mache ich mein am besten Gott. mal eben hier. Oh, ist das hoch, ey. Das mal kurz wegmachen. Dann geht das hier nämlich los. So. Die Treppe sieht witzig aus, die nehmen wir hierfür mal. Heißt einfach gerade rüber, ja. Also wie gesagt, ich versuche diese Station wirklich so hässlich wie möglich zu bauen. Ja, ist wirklich so. Es soll ja wirklich so richtig wirken, dass man hier im Ghetto ist, so. Will hier natürlich auch noch eine Zwischenetage reinbauen, wo dann auch der Fahrkartenautomat und so steht und noch ein Kiosk und so. /Z20 war das, ne? Ja. Einmal hier alles wegkarten, ich brauche diesen ganzen Dreck hier nicht, so. So, einmal so und einmal. Oh, das wird wohl reichen. Und so. So, hier vorne wird dann die Dann Zwischenetage entstehen. Mir gedacht, so, jetzt kommt auch mal hier was nämlich diesen so, hässlichen. ich würde das nämlich noch mal so ein bisschen, es soll ja so ein bisschen auch bisschen durch den See führen und nicht nur geradeaus rüber. Kommst, ich Torben, kannst du mal ganz kurz dich zu mir porten? Geht das gerade oder ist das schlecht? Ist gerade ein bisschen Naja, dann schlecht. wende ich das einfach mal an. So, dann mache ich es einmal so. Damit es ja nicht so langweilig ist, spawne ich auch gleich nochmal ein paar Fische im Wasser. Ich denke mal, hier sollte das dann wirklich gehen. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken. Sandstein 24 Und auf jeden dann. Fall. Ich will doch keinen Sandstein Tack, nehmen, tack, ey. tack, tack, tack. Ich nehme, glaube ich, doch Granit Hier lang. hierfür. Das sieht Vorne. nur wegen dem Texture-Pack, glaube ich, so aus. Deswegen. Ja, Granit. Hier vorne rein jetzt so. Dann habe ich nämlich so die kleine Idee. Das muss ja nicht so ein richtig professioneller Bahnhof werden. Das ist einfach nur so eine kleine. Kleine Bahn werden, die hier so einmal durchführt. So, und einmal hier vorne zurück, einmal hier. Zack, 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 au. Nein. Okay, so. So, ich habe jetzt nämlich so eine kleine So, ich bin Idee. jetzt hier gerade am Arbeiten. Hier kann doch irgendwie so ein kleiner Shop oder sowas entstehen. Das werde ich mal so jetzt hier. Hier kann dann auch irgendwie so ein Kiosk oder sowas rein. Keine Ahnung. Baut man dann, können wir dann nochmal bauen. Naja, okay.
ich glaube, das ist jetzt einmal so. Dann geht er hier so hoch. So, einmal jetzt so. Und... So, und hier geht's dann weiter hoch, so. Naja, ich weiß nicht, ob das so gut aussieht. Mach ja voll den witzigen Sandstein rein. Hast du jetzt eigentlich das Texture Pack wieder drin oder nicht? Ich habe immer noch das gleiche drin. Also das, was ich auch hab. Ne, nicht dieses ganz hochauflösende. Aber du hast das drin, was ich auch hab. Also drin hab bloß das in der anderen Version. Ja, genau. So. Oh, nicht cut euch, Idiot. Oh. Ich set das so. Ich baue hier gerade richtig hart an dieser U-Bahn-Station. Es dauert so lange, ey. So, hier wird dann der Eingang sein. Nee, das kann ich nicht, oder? Oder wie viel Platz haben wir auch? Hier haben wir ja genug Platz. Dann kommt hier zumindest der Eingang dann in. Irgendwie werde ich machen. So. Oder hier machen wir den. Mach ich den mal hin. Jetzt mal hier ein bisschen höher diese Granitwand setzen. Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal. Redstone. Das brauche ich, das brauche ich. Bist du noch da? Ja. Ich weiß aber gerade nicht, von wo das Wasser hier kommt, warum hier noch überall Wasser drin ist. Ich da. Von wo kommt denn das Wasser? Hä? Das brauche ich gar nicht so. Ich weiß nicht, ob das so hübsch ist, irgendwie. Und hier soll dann ja der Comparator schon sein. Hier so. Wie kann man denn das ganze Wasser hier rausnehmen? Und das soll ja der Redstone-Fackel sein. Es gibt ja richtig viele Eimer. So. Ich kann dieses Teil zum Glück schon fast auswendig bauen, deswegen ist mir das alles gar nicht mehr so schlimm. Hier gerade muss ein bisschen zu tief. 1, 2, 3. Hier ist noch. Hier mal andersrum. Sein so. So, das muss so sein. Jetzt kann schon wieder das. Kann schon die Diamanten rein. Diamanten. Dann gerade raus, die Barrieren können gerade raus. Hat ja nichts so zu tun, das kannst du mir auch gern helfen. Ich muss hier die ganze Seebahn hier mal ganz kurz einmal ausfluten. Ich habe gerade zum ersten Mal Truhe geschrieben. Nicht Kiste. Ja. So, bis 18, das heißt, das ist schon fertig. Ich kann dieses Teil hier schon fast auswendig bauen, ist das nicht schön? Wunderschön.
So, jetzt muss hier ein Comparator hin. So, bitte sei Und hier. weg, bitte geh weg, bitte. Jawohl. Nee, hier muss das sein, das muss Cool, ich alles guck jetzt einmal einmal kurz, wie gleich. lange wir noch. Oh, die 15 Minuten sind schon wieder voll. So schnell geht das. Ich denke aber, ich werde noch mal ganz kurz hier die Schienen hinsetzen, weil das. Dann werdet ihr sehen, wie ich die U-Bahn hier baue. Die Frage ist, wo kommt das Teil denn? Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen Platz machen. Ich krieg das hier gar So. nicht. Ich weiß, dass da noch Aktivierungsschienen überall zwischen müssen. Ach, Aber bisschen mehr Platz ist schön, ey. das werde ich gleich eben in der. Das werde ich gleich eben so machen. Das müsst ihr euch jetzt nicht mit antun. Pisten, nee. Wie heißt das? Kolben, so hieß das Teil. Zaun. So. Bin ja gerade voll hart konzentriert, weil ich muss es ja irgendwie jetzt hinbekommen. So. Nee, so muss das sein. So muss das sein. So. So, Leute. Nämlich hier einmal ein Mein. Ah ne, Minecart hieß das nicht, Lore. So, wie. Ich glaube, aber die braucht Antrieb, ne? Ja. Da muss man nämlich die ganze Zeit W drücken und das ist auch blöd. Und dann fällt die auch nur so langsam. Ja, nee, das Ich lassen muss wir. einfach Redstone daran machen, eine Redstone-Fackel Oh. oder so. Oh. Oh, was? Oh. Ist was kaputt gemacht? Ja, ich weiß, wie man das macht, aber. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier erstmal ganz kurz. Ich werde jetzt gleich die Aktivierungsschienen nochmal dazwischen hauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis sie.